Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Dark Souls 2. Letztes Mal sind wir hier bis zu dem Bonfire hier hoch, haben noch einige andere Sachen gemacht, hier das ganze Gebiet gelootet und gelevelt haben wir auch. Und während ihr weg wart, habe ich mir dann... Nicht während ihr weg wart. Doch, während ihr weg wart, habe ich mir dann mal hier die Hellebarde ein bisschen genauer angeschaut und so hochgelevelt, dass wir die Stats jetzt matchen. Und ich dachte mir so, okay, die hat jetzt so... einen Grundschaden von 190 und unser Flammenschwert hat so einen Grundschaden von 220, die ist sicher schlechter. Die Sache ist aber, skaliert besser. Wir kriegen hier insgesamt 90 dazu und beim anderen kriegen wir nur 50 dazu. Das heißt, insgesamt macht die Hellebarde mehr Schaden. Geht auf Magie, das heißt, sie ist jetzt nicht so optimal, weil wir wenig Intelligenz haben. Kann man aber noch auffüllen auf 10 Stück oder auf 8 Stück. Schauen wir mal, geht schon. Greift natürlich auch langsamer an. Und... ich muss dann halt auch nochmal nachschauen, ob der nächste Boss magieresistent ist. Oder ob er eine Schwäche hat gegen Magie oder Feuer. Aber je nachdem nehmen wir dann eine oder andere Waffe mit. Haben wir auf jeden Fall jetzt zwei recht gute Waffen. Vor allem dafür, dass die Hellebarde nicht hochgelevelt ist, ist das gar nicht mal so schlecht. So. Au. Au. Die haben eine ganz schöne Reichweite. So. Und ich lasse meine Ausdauer nicht wiederkommen. Bin noch nicht an die Hellebarde gewöhnt. Damit erstmal einen Boss machen, 10 von 10. Ja, schauen wir uns erstmal das Gebiet an. Schauen wir mal, wie es läuft, ne? Oh, zwei Armbrustschützen. Das ist nicht gut. Schauen wir mal. Ja. Ich kann euch mal den schweren Angriff von der zeigen. Der ist recht cool. Aber der verbraucht meine gesamte Ausdauer. Und ich da nicht damit rechnen kann, dass ich den Gegner umbringe. Irgendwas. Das Coole ist, ich kann hinterm Schild hervorstechen. Weil es eine Hellebarde, also ein Speertyp ist. Kann ich blocken und gleichzeitig zustechen. Macht aber dann nicht so viel Schaden, wie man jetzt vielleicht sieht. Das ist eine Bosswaffe und die levelt man mit fossilen Drachenknochen hoch. Da habe ich zurzeit noch keinen, deswegen kann ich die auch nicht hochleveln. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich sie hochleveln sollte. Wie gesagt, wir haben ja keine besonders hohe Intelligenz, aber es ist schon eine geile Waffe. So, ich warte unten mal auf den Holzrand. Da liegt nämlich was drauf. Blutungsmesser. Lucatiel aus Myra. Beschwören wir uns mal. Nicht für einen Boss, keine Sorge. Lulu. Sondern, wenn wir hier rausgehen, in die Dunkelheit, treffen wir gleich einen altbekannten Gegner, eine Dehnwache. Und die Sache ist, die Dehnwache ist dreist. Ist halt jetzt ein normaler Gegner, was früher ein Boss war. Und da denke ich mir auch meinen Teil. Insbesondere... nee. Wieso sollte ich gegen die Dehnwache kämpfen, wenn ich die schon mal besiegt habe? Zumindest alleine. Wenn ich sie alleine schon mal besiegt habe, sehe ich da keinen Grund zu. Oh, habe ich doch geblockt. Okay, da geht die Dehnwache auf Lucatiel. Mein Luchi. So, zack, zack. Läuft schon. Gehen wir mal zweihändig drauf. Hm, macht gar nicht so viel mehr Schaden. Sag mal, jetzt reicht's auch. Oh, fuck. Gut. Danke. Hat sie gut gemacht. Hält auch einiges aus, die Dame. Aber wie gesagt, ich hatte da jetzt keine Blütendrachenschild. Das ist auch ganz witzig. Ich hatte leider keine 100% Schadensreduktion. Wie gesagt, ich habe jetzt keine Lust, gegen eine Dehnwache nochmal alleine zu kämpfen. Vor allem, ihr werdet später sehen, warum ich da zusätzlich noch keine Lust drauf habe. Aber jetzt wollte ich sie mal einmal besiegen. Nicht einfach nur an ihr vorbeilaufen. Oh, hallo! Ja, ich wollte gerade sagen, du willst dich vielleicht bewegen. So, was ist denn hier drin? Nix! Okay. Was ist hier drin? Feuersamen. Hm. Und ein Heideritter. Okay.
Damit erübrigt sich die Frage, ob ich den leben lasse. Fakt ist auch noch so ein Sperrheinz. Schön, ne? An zwei Gegnern. Oh ja. Ich liebe den Backstep. Und er hat den Heidespeer dabei. Schauen wir mal schnell, wie gut der Heidespeer ist. Ich glaube, den können wir jetzt sogar benutzen. Heidespeer. Kann ich gar nicht benutzen. Zu wenig Geschicklichkeit. Von rein Base Stats. 190 zu 200. 195. Also ist sogar der bisschen besser. Und ich glaube sogar, der Blitz, genau. Und das ist halt perfekt für unser Scaling. Das heißt, wir sollten auf den Heidesberg Speer gehen. 25 Geschicklichkeit, alles klar. Gehen wir auf Geschicklichkeit. Ich würde noch gerne schauen, was da unten drin ist, aber ich wette, da sind dreiste Boys drin. Ja. Erstmal mit dem Schild blocken, habe ich nämlich keinen Bock drauf, dass der mich prängt. Die gute Lucatiel kriegt auch so kleine Probleme. Ich hoffe, die lockt jetzt nicht alle an. Ich rette die mal. So. Die kann sich eigentlich heilen. Ich weiß gar nicht, warum sie es nicht macht. Seelan ist stolz in Ritters und war Pharos Wahrheitsverkünder. So. Was nehmen wir hier drüben noch mit? Okay, dann schauen wir mal auf die andere Seite nach oben. Ich schalte mal zuerst den Boy da hinten aus. Wen können wir hier beschwören? Mietklinge Luet. Nee. Aber jetzt keinen Bock drauf. Sieht ein bisschen nach einer unscheinbaren Wand aus. Aber ist nur das Lightning. Okay. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, was hinter dem Tor liegt. Öffnen wir die Tür. Das für die Leute, die den Festungsschlüssel entdeckt haben. Und... Oh. Ein riesiger Raum mit Dampf davor. Kein Boss. Schauen wir erstmal nach links und rechts. Mit einem Estus gehe ich da eh nicht rein. Vor allem nicht mit 15.000 Seelen. Ich könnte Lucatiel wieder zurückschicken. Eigentlich recht lustiger Name für eine Dame. Boah, ist voll sexistisch. Du sagst, sie kann nicht Lucatiel heißen. Das ist eine weibliche Form von Luca. Ich weiß es gar nicht. Flammenschmetterling benutzen wir mal. Das Besondere bei dem Boss ist nämlich, man kann den nicht anvisieren und das macht es einfach nur richtig, richtig schwer. Außer, man ist so cheeky-kant wie ich und hat den Festungsschlüssel und eine Fackel dabei. Dann hat man nämlich die Möglichkeit, hier an den beiden Seiten so diese Bahnen anzuzünden. Das ermöglicht einem dann doch anzuvisieren. Und ganz ehrlich, ich mache keinen Boss ohne anvisieren. Das ist einfach nur eine Dreistigkeit. Glatterseitiger Stein. Da habe ich auch einen. Das war jetzt nicht mal eine Anspielung, aber... Ich weiß gar nicht, woran ihr denkt. Okay. Dann machen wir jetzt mal eine Schnellreise mit einem von unseren Heimatknochen. Wieso ab? Nein. Müssen wir jetzt die nette Dame hier zurückschicken, oder? Können wir sonst nicht zurückreisen. Ja, schicken wir sie zurück. Ich bin fast ein bisschen versucht, die mitzunehmen. Weil für die gibt es halt auch eine Quest. Aber ich will den nächsten Boss auf keinen Fall zu zweit machen. Das kann ich dann wirklich nicht bringen. So. Reise, der Herr. Ich nehme euch mal mit zum Leveln, das habe ich bisher ja noch nicht gemacht. Und danach gehen wir den Boss da machen. Versprochen. Geschicklichkeit brauche ich. Und wir haben ein kleines Problem. 69,8% Belastung. Mehr Belastung können wir uns nicht leisten. Sonst ist es alles viel zu belastend hier. Und wir können nicht mehr richtig rollen. Ich meine... Je mehr man Hollow wird, desto mehr vergisst man das Zeug, ja. Und ich habe jetzt eine kleine Frage an euch, nämlich wie viele von euch erinnern sich wohl noch, warum wir überhaupt nach Dragon Lake gekommen sind? Und wie nah sind wir dem Ziel jetzt wirklich gekommen? Okay. Wir brauchen Belastung und Geschicklichkeit, sehe ich das richtig? Belastung haben wir halt schon richtig viel. Ich will nicht, dass Belastung so ein hoher Stat wird. Und Leben brauchen wir. Wir brauchen mehr Leben.
Sorry, aber ich muss jetzt auf Leben gehen, bevor ich auf Geschicklichkeit oder Belastung gehe. Brauchen schon 16 Leben. Sonst haben wir nicht 1 Leben. Ich gehe mal kurz... Aha. Ich mache hier mal kurz einen Cut. So, da bin ich wieder. Ich habe nur kurz nachgeschaut, wie es mit den Resistenzen von dem nächsten Boss aussieht. Da war ich mir nämlich nicht mehr ganz sicher. Die Sache ist sogar, der nächste Boss ist gegen Feuerresistenz. Also es ist nochmal extra gut, dass wir da uns jetzt die Hellebarde geholt haben. Ich hoffe, die ist schnell genug, dass ich da auch Treffer lande. Aber was wir jetzt machen werden ist, wir laufen einfach mal durch. Ich will meine 5 Estus nicht verlieren. Erstmal Lebensteine ausrüsten. Das Problem ist, bei dem Boss kann man eigentlich auch nicht wirklich Estus trinken, sondern muss Lebensteine hernehmen. Ja, und die Leute hier drin muss ich ja nicht umbringen. Erstmal die Bogenschützen nehme ich an. Wäre vielleicht was, ja? Schlag mich halt noch mehr. Und treffe mich aus 2 Meter Entfernung. Dreistigkeit. Ja. Lebensteine OP. Obwohl, eigentlich sollte ich mein Estus hier trinken und mir die Lebensteine aufheben. Und generell sollte ich vielleicht mal meine Ausdauer mir aufheben. Haben wir noch einen großen Lebensstein? Ja, perfekt. Der Boss macht mir nämlich schon Sorgen. Ich weiß nicht, wie oft ich schon gestorben bin. Kann ich mal nachschauen. Es könnte sein, dass es dann ein Boss ist, bei dem ich sterbe. Ich fühle mich nämlich ein bisschen unterlevelt. Welche Level sind wir? 65, das... Keine Ahnung, ob das geht. Ich kenne mich mit Level nicht aus. Ich weiß nur, dass man am Ende von Dark Souls 3 und am Ende vom ersten DLC aus Dark Souls 3 einfach Level 100 ist ungefähr. 95, 90, so um den Dreh. Und ich weiß noch, dass ich auf meinem Hauptcharakter so Level 210 bin. Ohne, dass ich halt in New Game gegangen bin. Also nehme ich an, dass es jetzt kein Vergleich ist. Ah, da sehen wir auch schon. Und die Sache ist... Genau, da rollen wir geschickt aus dem Weg. Den knüpfen wir uns vor. Und der Boy, der da gleich von hinten angerannt kommt... Kommt der? Okay, ja. Der erwischt mich sonst manchmal auf der Treppe. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. So, hier drüben haben wir die Tür noch nicht aufgemacht. Die können wir jetzt auch aufmachen. So. Upp. Schön ist, wir haben jetzt 2 gute Waffen. Was ich aber nochmal mache, ich lege mal das hier ab, dann haben wir noch ein bisschen mehr Belastungs, keine Ahnung. Schau mal. Und so. Ist zwar jetzt ein bisschen schlechter und sieht schlechter aus. Oh nein, okay, jetzt bin ich leise. Genau, jetzt könnte man sie eigentlich nicht mehr anvisieren und der Kampf wäre dann abartig schwer. Plus, man braucht hier echt ein gutes Schild, sonst ist man gefickt. Okay, wir machen gut Schaden. 200. Macht erstmal gleich eine Dreier-Kombo. Okay, bisschen Lore, während hier der Bosskampf ist. Die nette Dame hier hat versucht, das... die erste Flamme wieder zu entzünden, ist aber fehlgeschlagen und hat sich seitdem selbst gepunished. Nur mal so ein bisschen Lore, die vor allen Dingen mehr Sinn ergibt, wenn man den ersten Teil gespielt hat, aber so auch ein bisschen. Wieso habe ich da nur so wenig Schaden gemacht? Das Miese ist, die kann auch parieren. Ich werfe mal einen Lebenstein ein, das war eine schlechte Idee. Ja, die hat eine abartige Reichweite. Okay. Und bei dem Angriff verliert man trotzdem noch die Fixierung. Okay, komm schon, komm schon. Und man kann sie auch nicht backstabben. Okay, hier ist unser Schild echt key. Und die hat eine Reichweite.
Die hat eine Reichweite. Man kann kaum Lebenssteine benutzen, wenn man schon Lebenssteine nicht benutzen kann. Puh, okay. Okay, ich darf nicht hinter meinem Schild hervorstechen, sonst mache ich nicht genügend Schaden. Puh, okay, wir müssen echt geduldig sein. Bleib mal außerhalb ihrer Reichweite. Wir haben hier jetzt auch eine recht gute. Puh, okay. Läuft schon einigermaßen. Aber, wie gesagt, man kann bei der kaum Estus nehmen. Das heißt, wenn wir verletzt werden, bleibt das höchstwahrscheinlich. Und sie haut gerade auf uns ein, ohne dass wir Ausdauer regenerieren können. Wenn ich mein Schild hochhalte, regenerieren wir auch langsamer. Komm schon, mach deine Dreier-Kombo. Sehr gut. Da haben wir wieder Zeit für einen Schlag. Hier nach meistens nicht. Ivorsho. Okay, 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 okay. Das war ein Fehler. Aber zum Glück wurde der jetzt nicht so schlimm gepunished. Oh, da habe ich gerade so noch geblockt. Okay. Die Alebarde weiß sich erst echt praktisch, dank der... Oh, fuck. Dank der Reichweite. Ich will schon fast keinen Lebensstein benutzen, weil ich... Boy. Weil ich mir zu viel Sorgen mache, dass ich dann noch mehr aufs Maul kriege als ohne. Ich sollte vielleicht mal rollen, aber ein Schild ist hier wichtig. Die gibt unserem Schild auch ganz schön. Schau mal, wie viel die auch schon abgezogen hat. Okay, da haben wir sie mal. Okay. Nein! Die Reichweite war nicht groß genug. Komm schon. Schon macht den Charge-Angriff, den kann ich ausweichrollen. Nicht den. Aber der ist auch okay. Nein, der ist nicht okay. Ihre Reichweite ist echt. So, manchmal macht man wenig Schaden. Okay. Ich glaube, sie redet währenddessen auch noch. Oh. Okay, jetzt müssen wir eigentlich was einwerfen. Zum Glück ist die Arena relativ groß. Ah ja, das ist es. Wieso machen wir dir denn jetzt so wenig Schaden? Kriegt die weniger, je weniger Leben sie hat? Oh ja, genau. Das habe ich vergessen. Oh, der Follow-up. Oh, oh, oh. Schnell, wirf was ein. Wirf was ein. Wir brauchen nur noch einen Schlag. Ich will jetzt nicht gekombot werden. Also, warum ich mir so Sorgen mache? Die kann einen easy zu Tode kombonen. Große Seele umarmt. Und deswegen wollte ich den Kampf nicht mit anderen machen. Das war die erste der vier großen Seelen. Die haben wir jetzt umarmt. Wie so ein Schlingel. Der Kampf ist immer belastend, weil man permanent auf voller Konzentration sein muss. Muss man bei den meisten Dark Souls kämpfen, aber bei dem besonders. Ihr habt doch gemerkt, wie wenig ich rollen konnte. Ich musste eigentlich nur blocken. Ist auch eine, legitime Strategie für den Boss. Durchzweigung und Elisabeth Pilz, gut. Für andere Bosse geht es nicht, weil die einem zu viel beim Blocken abziehen oder auch noch andere Angriffs... Angriffsschadenstypen haben, wie zum Beispiel Feuer. Da muss man dann mehr rollen. Boah, haben nur ein... Und wie gesagt, natürlich muss man da hauptsächlich blocken. Die ist dafür da, dass man geduldig ist. Man kann ja auch kaum Estus trinken. Urleuchtfeuer entzündet. Urleuchtfeuer erneut entzündet. So. Okay, dann hätten wir auch den Bereich fertig. Puh. Das war jetzt schon... Puh, das also... Ich fand das jetzt schon ein bisschen mehr auf der Oi-Boy-Seite als auf der Yoi-Seite. Also, wenn ihr versteht, was ich meine. Okay, was wir jetzt noch machen in der Episode? Wir schauen mal hinter zum Verkäufer, der hat nämlich neues Zeug. Und wir gehen danach, ich gehe danach, wieder außerhalb des Bildschirms leveln. Wenn es euch interessiert, kann ich dann am Anfang die Sachen einblenden. Der hat jetzt die Kleidung von der. Die will ich nicht unbedingt tragen. Ich meine, der hat hier Zwangsjacke der verlorenen Sünderin. Ein straffer Gürtel schnürt den Bauch ein. Heute weiß niemand mehr, wer damit bestraft wurde und aus welchem Grund. Gibt aber Lore.
Und das hier zum Beispiel erhöht Höchstbelastung durch Ausrüstung. Ist echt cool, aber sieht halt kacke aus und deswegen nehme ich es nicht. Sondern wir haben hier auch noch andere Sachen. Elite-Ritterhelm, Elite-Ritterrüstung, Elite-Ritterhandschuhe und Elite-Rittergamaschen. Sollten ein paar Leuten bekannt vorkommen, die eventuell Dark Souls 1 gespielt haben. Ich glaube, das kam schon vorher. Habe ich gerade nochmal erwähnt. Okay, auf jeden Fall, die nette Dame hier hat jetzt die Sachen. Ich glaube, ich hole mir nochmal die Elite-Ritterschuhe. Die sind nämlich echt cool. Die gefallen mir. Okay. Thanks very much. Do come again. Thanks very much. Do come again. Oh. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, war's das für diese Episode. Wir sehen uns in der nächsten. Ich werde mal leveln. Bis dahin.